Hey Leute, ich bin's, Mac Paverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr bei Steam die Download-Geschwindigkeit deutlich verbessern könnt. So, ich bin jetzt hier auf der Homepage store.steampowered.com, habe ich euch unten aber auch verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, dann bekommt ihr auch diese Ansicht dieser Karte hier. Und ja, wir sind ja hier in Deutschland und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und dann werden wir hier feststellen, dass wir hier eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von 61,9 haben. Das ist ein relativ guter Wert, aber ja, ich nehme das jetzt auch um 15 Uhr nachmittags hier auf, das Video. Da ist noch nicht so viel aktiv, was die Downloads angeht. Und es geht wesentlich schneller. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal auf Island klicken, dann haben wir hier einen wesentlich schnelleren Download. Ja. Einige Länder haben keine Daten zur Verfügung, so wie die Antarktis, aber Island ist zum Beispiel immer ein relativ guter Ort, wo die Downloadgeschwindigkeit durchschnittlich sehr, sehr hoch ist. Jetzt könnt ihr euch denken, was ich mache. Ich greife natürlich genau auf die Downloadgeschwindigkeit in Island zu. Dazu gehe ich wieder bei Steam rein, gehe hier in den Reiter oben rein Steam, gehe auf die Einstellung, dann den Punkt Download öffnen. Und hier Download Region, könnt ihr sehen, ich habe sogar schon Island drin. Ja, jetzt stelle ich jetzt einfach mal Deutschland ein und mache es langsamer. Aber im Endeffekt würdet ihr es genau anders machen. Ja, Deutschland. Und jetzt muss das einmal neu gestartet werden. So, es dauert einen kleinen Augenblick. Und dann ist die neue Download Region dann entsprechend eingestellt. So, da kommt es. Und natürlich hätten wir jetzt von Deutschland auf Island umgestellt, aber da ich schon immer Island benutze, ja, habe ich eben auch die schnellere Verbindung. Ich hoffe, dieser kleine Tipp war hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben, lasst mir gerne ein Abo da. Bis dann, euer MacPaverick.